Pünktlich um 7 Uhr morgens beginnt das rege Treiben in der Maske der Roten Rosen in Lüneburg. Trotz der frühen Stunde herrscht bereits eine heitere Stimmung zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern. Mittendrin ist heute auch Wenche Myhre. Die norwegische Schlagersängerin spielt zurzeit eine Gastrolle in der ARD-Telenovela. Ein Ereignis, was natürlich auch außerhalb des Serienuniversums auf großes Interesse stößt. Deshalb ist heute eigens ein Kamerateam vom NDR angereist, um die Schlager-Ikone auf Schritt und Tritt zu begleiten. Zielsicher angeführt von der Sängerin bahnt sich die etwas skurril anmutende Karawane ihren Weg durch die Studios zum Salzmarkt, wo die erste Szene des Tages gedreht werden soll. Federführend für den Fernsehbeitrag ist Thorsten Ahles aus dem NDR-Studio in Lüneburg. Und es ist nicht sein erster Besuch am Set der Fernsehserie. Ich bin sozusagen Haus- und Hofberichterstatter hier bei den Roten Rosen und heute drehen wir einen Film für Brisant, weil Wenke Myhre hier eine Gastrolle übernommen hat. Im Endeffekt bin ich schon seit 3 Jahren hier, wenn ich zurückdenke, mit wem habe ich hier schon alles gedreht, mit Jürgen Drews, mit Maren Gilzer, mit Ross Anthony, Thomas Anders, also es gibt ja so viele Gaststars hier, dass wir relativ häufig hier zu Gast sind mit dem NDR. Trotz der vielen namhaften Gäste in den letzten beiden Staffeln ist der Dreh mit Wenke Myhre auch für den Medienprofi etwas ganz Besonderes. Wenke Myhre ist, glaube ich, für jeden ein Begriff. Und auch als ich erzählt habe im Kollegenkreis, Wenke Myhre kommt hier hin bei den Roten Rosen, übernimmt eine Gastrolle, da wusste jeder was mit anzufangen. Natürlich singt sofort jeder. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Ja, und bei Brisant werden solche Promi-Stories immer gerne genommen. Und ja, deshalb sind wir hier. Zum Abschluss steht natürlich noch ein Interview an, in dem Wenke von ihrem bewegten Leben auf der Bühne erzählt, aber auch den Blick auf kommende Projekte richtet. Welche das sind und wie sie die Zeit bei den Rosen trotz der frühen Maskenzeiten am Morgen genossen hat, seht ihr heute um 16:45 bei Brisant im Ersten.